Mein Name ist Tobias Krause, ich bin 18 Jahre alt und in meiner Freizeit beschäftige ich mich eigentlich mit allem, was mit Technik zu tun hat. Macht mir einfach Spaß. Ich mache zurzeit meinen Bundesfreiwilligendienst und zwar in der evangelischen Tagungsstätte Schloss Beuggen, direkt am Rhein an der Schweizer Grenze in Südbaden. Dort bin ich im Hausmeisterbereich tätig. Meine Aufgaben in Schloss Beuggen sind zum Beispiel Gruppenräume für Seminare und Tagungen zu richten. Das heißt, ich stelle den Beamer und Moderationswagen sowie Pinnwände und Flipcharts rein. Ich richte den auch Tische und Stühle so hin, wie Sie sich das wünschen. Außerdem muss ich täglich Blumen gießen, typische Gärtnerarbeiten eben wie Rasenmähen. Oder ich mache kleinste Reparaturen an zum Beispiel Bürostühlen, wenn mal eine Schraube fehlt oder so. Die Bänke und Tische stehen. Ich Wichtige setze eure Tische und Fähigkeiten, die man Stühle. für den Bundesfreiwilligendienst im Hausmeisterbereich mitbringen sollte, sind zum Beispiel Pünktlichkeit, Gründlichkeit oder handwerkliches Geschick. Ein einigermaßen guter Umgang mit Maschinen, wie zum Beispiel Freischneider oder Rasenmäher, oder einfach ein guter Umgang mit typischem Werkzeug, was man in jedem Haushalt hat. Nach der Schule habe ich noch nicht gewusst, welche Ausbildung ich machen möchte, und habe mich dann in der Region einfach mal umgehört und bin dann somit auf diese Stelle hier in Schloss Beuggen gestoßen, habe mich dann beworben und wurde dann angenommen. Dieses eine Jahr hier nutze ich, um herauszufinden, ob mir der handwerkliche Bereich liegt und um etwas Zeit zu gewinnen für meine spätere Berufswahl. Jeder junge Mensch sollte sich für ein Jahr freiwillig engagieren, weil man dadurch sehr viel lernt und Erfahrung sammelt für das spätere Leben, sei es beruflich oder privat. Ich persönlich habe in diesem Jahr sehr viel gelernt und ich glaube jetzt auch, dass ich später nicht jedes Mal einen Handwerker anrufen muss, wenn es mal irgendwo klemmt.